Eingelegenes, hallo Bro und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands Folge Nummer 16. Ja, Freunde, wir sind hier direkt eigentlich nach dem Stream von gestern gelandet. Also, ich habe hier nur kurz mir eine Information geholt und ja, dachte, ja, eigentlich muss ich euch ja wieder mitnehmen. Das waren jetzt nur so Einsatzinformationen, ihr wisst schon, die gelben Punkte auf der Karte mit dem I, soweit ich weiß. Ja, wir sind hier in Malka, wo der komische El Chido hier anscheinend der Chef ist. Ich habe mir auch gerade Fertigkeiten einfach irgendwie random was vergeben. Das ist endlich, weil ich hatte echt über 20 Fertigkeitenpunkte. Ja, ist jetzt selber fast keine Ressourcen mehr, jetzt gerade fast alles verballert. Und naja. Na, okay, passt. Kann ich Medizin mit. Aha, der Drohne fliegen. Alles klar, na, ist ja wurscht. Was haben wir hier noch? Splittergranate. Ja, da habe ich ja, das mache ich am Schluss. Waffe habe ich noch ausgebaut. Die Zieldauer habe ich erhöht. Ja, Munitions. Mir kommt irgendwie so vor, dass das hier irgendwie überflüssig ist, weil letztens fiel mir auf, als ich umgekippt bin. Dass ich trotzdem dann danach, nach dem, quasi nach dem Neustart, wieder volle Munition hatte. Also mir fiel es so auf, ich weiß nicht, ich kann mich auch täuschen, es war vielleicht auch nur ein Zufall. Aber ja, lass uns überraschen, wenn es die Fähigkeit gibt. Okay, sagen wir mal so, was haben wir hier überhaupt als epische Fertigkeit? Verbesserte Präzision auf lange Distanz, Steigerung der Präzision um 30%. Alles klar, da wird man Sniper-Gott oder wie sehe ich das? Ist ja alles schön und gut. Aber okay, hier gibt es jetzt vorerst auch gar nicht mehr Informationen zum Sammeln. Okay, sage ich mal. Okay. Weil ich würde sagen, vielleicht schaffen wir es in der Folge, dass wir hier durchbrechen. Wenn ich mal jetzt aufhören würde, quasi sinnlos rumzulabern. Und dass wir jetzt gleich mehr über El Chido rausfinden. Folgen Sie dem Assistenten des Agenten zum Treffen und finden Sie heraus, was für das Konzert in Malka geplant ist. Oh Gott, da muss ich einen Assistenten verfolgen. Ich glaube, das wird jetzt scheiße. Alles gut, fahr los. Oh, da ist ein Vogel, ein Geier. Oh mein Gott, der kam aber gefährlich nah. Es kann durchaus möglich sein, sage ich jetzt mal, dass die Mission jetzt vielleicht ein bisschen kack wird, unter Anführungszeichen. Aber okay, sag ich mal, okay. Schauen wir mal, wenn die schon irgendwas sagt von verfolgen, bla bla bla. Keine Ahnung, wird das dann so wie in Assassin's Creed, dass ich da mal hier nachstellen muss, jemand, ohne dass er mich entdeckt? Ich glaube, das wird jetzt gar nicht so easy. Wir haben zwar auch die Fertigkeit, dass ich nicht so leicht entdeckt werde. Okay, denke ich mir. Aber ob das dann was bringt, wenn es tatsächlich so kommen würde, bin ich selber gespannt. Ja, auch mal kurz zum Stream von gestern. Hat mich sehr, sehr gefreut, Freunde, war richtig cool. Bin auch froh, dass es so super geklappt hat. Ja, freue mich auf alle Fälle auf weitere Streams, die ich jetzt auch offiziell sozusagen mit OBS führen kann. So, jetzt schauen wir mal, wenn ich hier Landeanflug gehe, was hier. Okay, hier steht schon mal, finden Sie einen Assistenten, ohne entdeckt zu werden. Ist jetzt vielleicht gar nicht so schwer, das erste, weil ich hier noch keine Feinde ausgemacht habe auf der Karte. Einen Busch zerstört. Ja, der Heli haut hier sicher ab. Das ist ganz klar, dass der Helikopter hier wieder abgleitet, sage ich jetzt mal. Die Drohne ist oben. Ich sehe einen Kerl, der wie der Assistent von Elchidos Agent aussieht. Was tun wir? Schnappen wir ihn, geht bei seinem Boss der Alarm an. Gute alte Beschattung. Beobachten wir, was er tut und wen er trifft. Bleibt außer Sicht. Sieht er uns, haben wir nichts. Ja, der Scheißtrick ist das, der fährt jetzt sicher mit dem Auto weg. Dann habe ich ein Problem. Weil der Abstand sichert irgendwie. Ach, hier steht ein Wagen, immerhin. Ist, hier steht zufällig ein Wagen im Seitengraben. Ja, was fährt der für Müll zusammen? Bist steuert. Und BÄM! Runtergesprungen.
Scheiß Ingame-Radio, bekomme ich wieder nur Urheberrechtsverletzungen an den Hals gebunden. Belassen sie irgendwo noch bei einem Abstand von so 80 Metern, 85 Meter. Ich. Banado. Der steigt hier aus. So. Jetzt nimmt auch der Schwierigkeitsgrad eigentlich gleich mal direkt zu. Weil ja hier auch andere unterwegs sind. Da drüben am Dach steht einer. Dann puste ich hier nur aufgrund dessen weg, damit er mich hier nicht sieht. Zivilisten im Gebiet. Schusslinie beachten. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Moment. Der Assistent geht in dieses große Gebäude. Der Agent könnte hier seinen Kartellkontakt treffen. Wir müssen die Unterhaltung abhören. Können wir uns da drin gut bewegen? Wir schicken eine Drohne und nehmen es auf. Ich will nicht entdeckt werden. Ja, endlich. Könnte man eine Stecknadel fallen hören, glaube ich. Ich bin ja schon in der Bibliothek, was wollt ihr? Das war jetzt sehr schlau, Domi, wenn du mit der Drohne hier so rumfetzt. Okay, dann auf ein neues. Dann dringen wir hier nochmal ein. Ich habe aber zu das Gefühl. Oh. Nicht sehr gut. Irgendwo höre ich jemanden reden. Packe zur Batterie alle. Nein! Wir haben was wir brauchen. Gehen wir. Bowman, wir haben Jawohl. Agenten zu einem Treffen mit Santa Blanca verfolgt. Die Jungs vom Kartell verteilen großzügig Werbematerial. Es gibt einen Promo-Truck, der durch ganz Bolivien fährt. Promo-Truck. Oh mein Gott, das ist das low. Knallen. Es reicht nicht, den Truck hochzujagen. Es muss irgendwo ein Lager geben, in dem sie noch mehr Werbematerial aufbewahren. Wir tauschen den Truck einfach gegen einen mit C4 aus. Ich bitte Pacateri und seinen identischen Truck zu besorgen. Wenn er mit der Werbung zurück zum Lager fährt, sprengen wir ihn. Klingt riskant. Haben okay. Sie denn schon einen Truck? Ich kümmere mich drum. Sie schnappen sich den Truck. Halten Sie die Augen offen. Vielleicht können wir dem Kartell hier ja noch anderweitig schaden. Alles klar, wir kümmern uns drum. Okay. Da muss ich mir jetzt wieder Aufklärungsdaten holen. Jetzt habe ich es auch richtig benannt, weil ich es jetzt abgelesen habe. Ich glaube, aktuell irgendwie Fertigkeitenpunkte holen ist jetzt vielleicht nicht so relevant, weil es bestimmt zurzeit anderwertiges, wichtiges zu machen gibt und ich eh keine Ressourcen habe. Nicht wirklich, sagen wir mal so. Ist alles schon verflucht teuer hier. Ich meine, okay, 5000, das lässt sich ja noch sammeln, aber hier ist 7000. Oh mein Gott. Wenigstens bekommt man die epischen Fertigkeiten leichter. Hier benötigt man schon 8000. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel man für den letzten Rang benötigt, schon nicht 10.000. Aber wir haben gesehen, bei Zwischenbossen gibt es auch ordentlich viel. Finden Sie, brauchen wir ohne entdeckt zu werden.
Ja, bei Zwischenposten wollte ich sagen, bekommt man auch ordentlich viel Ressourcen als Belohnung. Von daher müsste man so einen mal wieder erledigen, beziehungsweise Unfall halt aufklären, hochnehmen. Das Thema hatten wir schon mal. Jetzt schaue ich aber bewusst hier in diese Richtung. Probieren wir mal was. Okay. Hat nichts gebracht. Ich dachte, der Helikopter kommt wenigstens hinter mir. Wäre eine bisschen bessere Fläche gewesen. Aber okay. Dann schauen wir hier noch die Aufklärungsdaten, holen wir uns die noch. Und dann Promo. Ich glaube, dann finden. Das machen wir gleich, scheiß drauf. Wir haben ein Lagerhaus ausgemacht, wo das Equipment für Elchidos Konzert gelagert wird. Bin dran, los geht's. Wir werden es mit Hilfe des Promo-Trucks ausschalten. Sie müssen ihn nur noch stehlen. Okay. Haben wir das markiert, haben wir Einsatzbericht bekommen. Wir müssen den Promo-Truck stehlen. Und natürlich ohne entdeckt zu werden, so wie hier der Einsatzbefehl lautet. Jetzt holen wir uns aber hier trotzdem noch gleich die Aufklärungsdaten. Weil es schon fast dem vorbei biegen geht, um es zu übertreiben. Warum? Der Helikopter mal beschleunigen würde. Das sind hier zwar Bahngleise. Auch hier irgendwo landen. Bereit? Feuer frei! Greifer an! Roger! Wir sehen ein bisschen Erlesungs. Habe ich sicher gleich wieder das Glück, dass hier. Die suchen uns, Vorsicht! Bin schon wieder hier im Sessel so steif, hey, das ist super. So, wenn wir hier kurz einsammeln. Zack, jawohl. Dann haben wir noch Nachschübe. Bowman, wir haben erfahren, dass Elchido ein Konzert auf einer Bühne in Umamarca gibt. Die nennen die Show Pachangon Boliviano. Wo kommt denn jetzt die Verstärkung her? Meine Fresse. Habe ich hier den falschen? Jetzt habe ich. Jetzt hab. Nein! Junge, Junge, Junge. Ganz klar, das sind hier natürlich. Clown. Alter Schwede. Die alarmieren gleich die Unidad. Was geht hier ab, frage ich mich an der Stelle. Mal direkt ein paar Fahrzeuge, bla bla bla. Komm, ohne mir jetzt die Rotorblätter kaputt zu schlagen. Weg hier. Wir haben einen anderen Einsatz. Ja, kaum jetzt hätten sie mich gesehen, solche Maulwürfe, ernsthaft. Okay, endlich sind sie weg. Ich habe zwar im Livestream noch was erwähnt von, wir machen hier sozusagen, wo waren wir da? La Cruz haben wir denn einen tot aufgefunden. Ja, Flor de Oro. Da haben wir uns das ja das Video noch von dem General Baro angeguckt. Das wäre noch eine Option gewesen, aber ich bin jetzt irgendwie hier noch gelandet. Und ja, dachte ich mir, machen wir halt gleich das, ne? Und dann hier, dann passt das. Hier sollte dann, gebe ich, wieder Schwierigkeit 5 von 5 sein. Hier haben wir 3 von 5. Daher, best. Der ist dann noch offen. Das gehört zu Muggel. Da haben wir dann Einfluss. Muss ich mal kurz schauen. Einfluss. Okay, das gehört eh hier hinzu. Passt. Das passt eh perfekt. Das passt perfekt. Der Ramon Feliz ist ja eh schon tot. Ja. Okay, dann passt das ganz gut. Und dann der General Baro noch, dann La Plaga.
Und dann El Muro und dann aus. Da wäre auch gleich noch was zum Einsammeln. Ja komm, fliegen wir hin. Wurscht, wenn wir jetzt schon da sind. Dann haben wir alle Einsätze offen. Also werden uns alle Einsätze auf der Karte angezeigt. Das wollte ich eigentlich sagen. Da kann man hier direkt loslegen, hätte ich jetzt fast gesagt. Die werden mich überhaupt nicht sehen, weil die doof wie scheiße sind. Immer als ein Stück Brot. Ich sehe eine Waffenkiste. Ja, das ist ja mal ein Fund. Zack. In diesem Dokument stehen Route und Zeitplan des Konvois, der El Chidos Auto nach Bolivien bringt. Also los. Okay, da müssen wir noch was stehlen. Wir haben jetzt zwei Einsätze, wo wir stehlen müssen. Auch nicht schlecht, hätte ich mal gesagt. Ja. Sieht aus, als wäre es eine ziemliche Hetzerei, aber ich will hier einfach irgendwie nur safe durch, weil ich der Meinung bin, ich habe genug Zeit verballert eigentlich. Das ist verballert, aber ich will mal eigentlich hier ehrlich gesagt ein bisschen weg von dem bergigen Gebiet, wo man dann später nach Flor de Oro kommen, wo auch Wald ist und dann später in den Dschungel, da freue ich mich schon wieder mehr drauf. Ich habe jetzt eigentlich genug Berge gesehen in den letzten Missionen, in den ganzen letzten Videos, was ich hier aufgenommen habe, dass es eigentlich reicht. Ja, ich glaube nach 20 Stunden fast nur mit Gebirgen und ein bisschen Steppe und so ist auch Zeit, mal wieder ein bisschen einen Szenenwechsel hinzulegen. Ist jetzt so irgendwie mein, deswegen gebe ich hier ein bisschen Gas, versuche es das so schnell wie möglich zu erledigen, das Ganze. Schauen wir mal, ob mir der Plan überhaupt aufgeht. Ich weiß es nicht, wie weit wir hier überhaupt noch in der Folge kommen. Kann es gar nicht sagen. Aber ich hoffe weit, wenn es so der Plan. So. Ich hätte mal gesagt, Promo Truck steht hier. Das ist der Lastwagen, den man hier sehen kann. Hätte ich jetzt einfach vorgeschlagen, landen wir jetzt hier. Ganz unauffällig direkt in der Nähe. Man hört mich ja auch nicht. Ich habe nur einen dämlichen Helikopter. Ironie offline. Ziemlich nah. Ich sehe einen Narko. Dort, am Checkpoint. Wieso muss der genau in dieser Hütte drin sein, sage ich jetzt mal. Setze Drohne ein. Aber nachdem das so ein großes Lager ist, halte ich eher auch die Augen offen nach einer Alarmanlage. Ich sehe ein zweites Ziel. Das ist die Halle, in der Truck geparkt ist. Bleiben wir unten und klauen ihn, bevor das Kartell merkt, dass wir ihre Party sprengen. Ich sehe den Promo-Truck. Bowman will, dass wir ihn gegen einen austauschen, der bei der Ankunft explodiert. Ziel ist es, das Lager mit dem Werbematerial zu zerstören. Bleibt außer Sicht. Bringen wir es hinter uns. Okay. Was ich hier so sehe, das erste Mal keine Alarmanlage. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Mit dem sind's fünf. Was ja schon mal gut ist. Ach, jetzt kam der aus dem Haus raus. Fuck, Mann. Der auch. Ich hab das Ziel. Komm. Ziel erfasst. Gib Zeichen. Verdammt, der Kerl ist tot. Nein! Sie wurden entdeckt. Ja. Ich dachte so, nein, hat ihn. Und hat ihn gleich verloren. War es auch schon wieder vorbei. Okay, dann auf ein neues. Weil die drei, was hier rumspaziert sind, die müsste ich eliminieren. Weil dann kann ich locker lässig hier eigentlich reinspazieren. Verdammte Axt. Weil ich habe gesehen hier von der Fluchtrichtung passt das hier ganz gut. Da brauche ich... Hey, Kartellschütze, am Checkpoint. Den muss ich jetzt mal hier noch ausschalten, ohne entdeckt zu werden.
Das sollte kein Problem sein, das ist einer. Ich starte jetzt nochmal die Drohne. So wie der LKW steht, einfach hier rausfahren. Ja, da muss ich keine große Wissenschaft draus machen. Aber die hier. Die hier bereiten mir Kopf zu brechen. Bleiben Sie im Haus, ist alles gut. Gehen Sie raus, haben wir ein Problem. Ah, da ist ja noch einer. Okay, das ist. Er ist auch ein bisschen abseits, sag ich jetzt mal. Wettert der vorhin zu dieser Truppe hinzu? Nein, da ist noch irgendwo einer. Okay, dann legen wir jetzt einfach los. Erledigt. Wenn die nicht rauskommen, ist alles gut. Das ist die Halle, in der der Truck geparkt ist. Bleiben wir unten und klauen ihn, bevor das Kartell merkt, dass wir ihre Party sprengen. Ich sehe den Promo-Truck. Bowman will, dass wir ihn gegen einen austauschen, der bei der Ankunft explodiert. Ziel ist es, das Lager mit dem Werbematerial zu zerstören. Bleibt außer Sicht. Bringen wir es hinter uns. Dann rein in den Truck. Seht euch das an. Ich nehme ein paar von den CDs mit. Du kannst deine MP3s online kaufen. Hier ist gratis. Kümmert euch später um die Musik. Die Zeit läuft, Leute. Gehen wir zum Ersatzfahrzeug und bringen es her, bevor irgendwas. Boah, ich hab da jetzt eine begrenzte Zeit sogar noch drauf. Ist das scheiße, Mann. Ich hatte den Austausch und übernimmt ein paar Katari und ich brauche hier nur rausfahren. Oh mein Gott. Gut, dass natürlich die Kiste hier auch richtig, richtig gut läuft, ne? Reinigung des Todes. Ich will ja auch. Okay, gut, hier sind eh keine. Ich muss dann wieder zurückfahren auch. Verdammte Axt. Also, zumindest hat sich so angehört, wenn ich jetzt hier auch noch zurück muss mit dem anderen, der hier kaputt ist. Wieso ist hier ein Unidad-Typ? Warum steht hier die Unidad? Schnell. Tauschen wir die Trucks und fahren zurück. Ja komm, was macht der? Ah, sprechen Sie mit... Fuck. Que rollo, amigo. Hast du einen Truck zum Tausch? Ihr Spanisch klingt echt ziemlich beschissen. Hier ist der Truck. Das Zephyr ist scharf. Unsere Bomben stammen von den Pinche Kommunisten. Also fahren Sie lieber vorsichtig. Shit. Wollen Sie fahren? Auf keinen Fall. Ich habe mich schon bei der Hinfahrt fast eingepisst. Viel Glück, Junkie. Okay, das ist doch der. Scheiße, Mann. Wir müssen auch nur ohne Dat rumspazieren. Dann habe ich vorhin wieder fast zu Schrott gefahren. Arsch. Das geht sich nie im Leben aus. Boah, scheiße. Warum? Wie lange waren wir weg? Wir liegen gut in der Zeit. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir einen Truck mit CDs gegen einen mit C4 getauscht haben, sollten wir es langsam angehen. Stand in der Jobbeschreibung nicht, dass mit LKWs voller Sprengstoff durch die Gegend gerast wird? Nein, ich glaube, das stand nicht drin. Jetzt frage ich mich halt, was es hier noch für eine Rolle spielt, wenn ich entdeckt werde. Egal, ich will hier nur hin, aussteigen und tschüss. Oh shit. Ich kann ja eigentlich, wo ich hier reinkam, auch wieder raus. So, perfekt. Oh shit. Gut gemacht, Leute.
Wir haben die Trucks getauscht und niemand ist in die Luft gefahren. Sehr nice. Ich sage mal, Auftrag erfüllt. Sehr nice. Ja gut, Freunde, ich lasse es an der Stelle gut sein. Ich halt dachte, wir schaffen in der Folge mehr. Ist ja wurscht, ich hole mir noch den Bonusorden, da haben wir mehr Explosionswiderstand, 15% Schadensminderung. Den check ich mir noch. Jetzt kann ich sie. Jetzt brennt er, alles klar. War das aber nicht. Ist ja wurscht. Jetzt check ich mir den Bonusorden. Das Missionsziel ist erfüllt. Ich werde jetzt dann natürlich auch noch weitermachen und die restlichen Story-Einsätze erledigen. Hier noch El Chidos Wagen stellen und hier, was haben wir hier noch? Nein, keinen Informanten. Und den Veranstaltungsort bisschen aufmischen. Okay, alles klar. Ja, dann ist das sind sicher die letzten zwei Story-Einsätze. Ich habe jetzt gar nicht genau aufgepasst. Dann geht es sicher direkt an El Chido ran. Dann nehme ich euch da wieder mit. Und bis dahin würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, links im Bild. Wenn ihr euch noch abonnieren ein, rechts im Bild kommt ihr zur letzten Folge. In diesem Sinne, lassen wir es gut sein und wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. In diesem Sinne, tschüss, ciao und bye bye.